Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder zu einer Folge meiner Comic-Neuzugänge, in denen ich euch halt meine Neuzugänge vorstelle, seien es Rezensionsexemplare oder gekaufte Sachen. Diesmal ist alles hier gekauft wieder, das ist ja auch meistens so der Fall. Ich habe diesmal mal wieder auf Twitter abgehangen, wie man so schön sagt. Und da ist mir, selbst da bin ich nicht davor gefeit, auch Comics zu kaufen. Da hat nämlich der liebe Telestammtisch, hat halt so einen Tweet gemacht, was er alles verkauft. Und da sind mir so ein paar Sachen ins Auge gefallen. Da habe ich den direkt mal auf Instagram angeschrieben. Ich werde euch auch seine Instagram-Seite in die Beschreibung packen. Ja, habe ich den direkt angeschrieben, direkt eine Bestellung gemacht oder eine Anfrage. Über vier Sachen eines ganz anderen Superhelden-Universums, als man es sonst kennt. Also ich kenne das schon, auch schon lange vom Namen her, aber viele von euch kennen das vielleicht nicht. Es geht heute um Violent Comics, dazu aber gleich mehr. Erstmal sind wir uns dann über den Preis einig geworden, zu dem ich nachher noch was sage. Ja, okay, alles klar, wird gemacht. Danach habe ich auch den Tweet retweetet, damit andere Leute das auch sehen, nachdem ich mein Geschäft abgeschlossen habe, versteht sich. Und er hatte mir dann halt gesagt, ja, ich lege dir auch noch so ein paar Sachen dabei und die präsentiere ich euch jetzt direkt am Anfang. Hat mir halt so ein paar Kleinigkeiten noch dabei gelegt, wie hier eine Postkarte. Ja, und noch eine Postkarte hier von Gruß aus Berlin, der Buddha von Berlin. Dann ja auch ein paar Comics, die aber keine Mainstream-Comics sind. Hier, das finde ich ganz, ganz nett. Vom André Lux ist das. Das ist so ein Künstler. Ich habe von diesem Comic hier tatsächlich schon gehört. Bei einem anderen Comic-Tuber, der hatte darüber mal berichtet. Das sieht aus halt, wie ich als Kind so einen Comic machen würde, theoretisch. Also auf hier kariertem Papier und relativ einfach gehalten, aber da steckt tatsächlich ein echter Künstler hinter mit sehr interessanten Comic-Strips. Baba Kurlo, ja, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. 250 Exemplare gab es davon, ich habe Nummer 27 bekommen. Ja, wunderbar. Könnt ihr mir auch mal reinschreiben, ob ihr von dem schon gehört habt. Dann hier so ein, das ist auch, glaube ich, so eine Eigenproduktion. Space Insects sagt mir auch gar nichts. Habe ich auch die Gelegenheit, mal reinzuschauen halt. Dann, ja, denke ich, kann ich reinhalten, denn das Cover führt ein bisschen in die Irre. Ich sag mal, das, was ich zumindest beim Durchblättern schon gesehen habe, ist durchaus jugendfrei. Mondo Leidenschaft heißt das natürlich. Ich weiß gar nicht, welcher Verlag das hier ist. Aber ich kann da mal was reinhalten. Zeichnungen sind halt so auch ja, das, ich weiß nicht, ob das richtige Comicstrips oder so Kurzgeschichten sind das eher. Ja, bin ich auch mal gespannt, ne? Das ist hier vom wo steht das denn? Ja, mondomac.de, das ist wohl Eigenverlag, Erstauflage von 2015. Das waren halt die Kleinigkeiten, die dabei sind. Jetzt kommen wir zu den Comics, die ich dann auch gekauft habe. Violent Comics. Violent Comics, da kann ich mal ein bisschen was zu sagen. Kenne ich vom Namen her schon sehr lange. Wurde 1988 von Jim Shooter gegründet, der mal Editor-in-Chief bei Marvel Comics war. Viele ältere Leser oder auch junge, die sich mit älteren Sachen beschäftigen, haben sicherlich den Namen Jim Shooter schon mal gehört. Und der hat einen eigenen Verlag dann 1988 gegründet. Die hatten dann einige Comics erst zu so Spielen, Spiellizenzen haben sie dann als Comics umgesetzt zum Teil. Dann haben sie halt sowas wie Turok,
ja, ich weiß gar nicht, was sie alles hatten. Also mehr auf Spiele konzentriert, aber die hatten dann auch irgendwann ein eigenes Superheldenuniversum. 2004 sind die leider pleite gegangen. Dann wurden die Schotten dicht gemacht. Dann wurde der Verlag verkauft. 2005 wurde dann Violent Entertainment gegründet. Und seit 2012 gibt es wieder Comics. Und die haben halt das Superheldenuniversum rebootet und neu aufgelegt. Und was ich halt lange nicht wusste, diese Comics sind mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Es gibt halt deutsche Übersetzungen dazu. Habe ich durch den Sir Acer mal ursprünglich erfahren. Und zwar nennt sich der Verlag Actioncraft. Die machen halt so Paperbacks. Und da haben wir hier zum Beispiel X-Or Manowar. Das könnte ein Titel sein, der einigen von euch was sagt. Ist halt ein, ist, ich glaube sogar, dass es das damals zumindest das Flaggschiff des Superheldenbereichs von Violent Comics war. Ja, habe ich hier Band 1 bekommen. Und dann halt auch noch Paperback 2. Ich habe auch schon mal drin geblättert. Von der Verarbeitung lässt sich schon mal sagen, dass die in keinster Weise sich vor Panini und Co. verstecken müssen. Also vom Qualitätsstandard ist das halt, wie wir das gewohnt sind. Actioncraft sagte mir gar nichts. Da habe ich halt noch Band 2. Und dann auch, das ist die X-Or Manowar-Serie. Da soll jetzt eventuell ein dritter Band kommen. Auch noch innerhalb dieses Superheldenuniversums habe ich dann hier als nächstes Band 1 von Archie und Armstrong, die ich halt auch nur vom Namen kenne. X-Or Manowar habe ich mal irgendwas digital auch von gelesen, aber nur vereinzelt. Also das ist alles für mich auch richtiges Neuland vom Inhalt her. Wie gesagt, ich kenne das schon lange, dass es diese Serien gibt oder auch früher gab. Aber ich habe halt davon noch nie wirklich was gelesen. Ein, zwei X-Or Manowar-Ausgaben digital mal. Und auch noch dazu, und das ist auch der letzte Band dieser Folge, Harbinger. Das zählt halt auch in dieses Superhelden-Universum von Violent Comics. Ich bin sehr gespannt darauf, was mich da erwartet. Freue mich auch, dass es jetzt in Deutsch mittlerweile gibt. Und hoffe, dass es auch noch weitergeht, dass es genug Anhang findet, weil sowas brauchen wir hier auch, dass es halt nicht immer nur Marvel und DC, wobei das natürlich meine Lieblinge sind, aber dass es halt auch andere Sachen gibt. Vier Trade Paperbacks, wie viel habe ich bezahlt? Das bin ich euch ja noch schuldig. 42 € inklusive Versand. Und da kann man eigentlich nichts sagen. Das ist ein sehr guter Preis. Das sind, wenn man den Versand mal rausrechnet, sind das knapp, wahrscheinlich sogar unter 10 € pro Band, je nachdem, wie der Versand ist. Die sind ja auch nicht leicht, ne? Also das war ja ein dickes Paket. Sehr gut, fand ich super. Also wie gesagt, schaut mal beim der Teles-Stammtisch vorbei. Der verkauft da noch jede Menge Zeug, auch Marvel DC-Sachen. Schaut mal bei ihm vorbei, auf Instagram, könnt ihr ihn ja anschreiben, auf Twitter hat er das halt mal veröffentlicht, welche Sachen er da verkauft. Ich weiß auch nicht, inwieweit die Sachen jetzt schon alle weg sind, aber die Liste war sehr lang. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mich würde jetzt von euch natürlich interessieren, wer das da von euch kennt. Sir Acer, du kannst auch gerne reinschreiben, du kennst das ja, weil du liest das auch. Aber schreibt mal ein bisschen was dazu rein, ohne große Spoilern. Dann schreib auch mal rein, Sir Acer, ob du das früher auch schon kanntest in den 90ern, dass es das gab. Aber wahrscheinlich zumindest den Verlag wirst du gekannt haben. Dann, ja, schreibt ihr anderen mal rein, wer es von euch vielleicht sonst noch liest oder daran Interesse hat. Das war's wieder für diese Folge. Daily Creighton geht weiter und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.